Nächster Halt, Kiel. Der Infocast Kiel. Hallo und herzlich willkommen zum Kieler Infocast. Mein Name ist Sascha Nossol und ich fasse heute für euch die Lage in unserer Stadt zusammen. Lasst uns direkt einsteigen. Kehl in 100 Sekunden. Zunächst ein Hinweis in eigener Sache. Für den Rathaussturm am Donnerstag, 16. Februar, bleiben die Rathäuser von 11 bis 14 Uhr geschlossen. Am Fastnachtsdienstag schließen die Rathäuser und Dienststellen bereits um 12 Uhr. Die Touristinformation an der Rheinstraße und die Ortsverwaltung in Hohenhurst bleiben am Rosenmontag und am Fastnachtsdienstag zu. Ab Aschermittwoch gelten wieder die regulären Öffnungszeiten. 21 Pfundfahrräder, deren Besitzerinnen oder Besitzer nicht ermittelt werden konnten, hat die Stadt nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist an die Fahrradwerkstatt der Flüchtlingshilfe Kehl gespendet. Bereits seit 2019 bereitet die Initiative gespendete Räder für Geflüchtete wieder auf. Für Neuankömmlinge sind Spendenfahrräder oft die einzige Möglichkeit, mobil zu sein, berichtet der Leiter der Flüchtlingshilfe Kehl, Erich Jais. Mehr zur Spendenübergabe und was ihr selbst tun könnt, erfahrt ihr auf kehl.de. Ob in der Kernstadt am vergangenen Freitag, in Bodersweier an diesem Wochenende oder in Sundheim am kommenden Mittwoch, in Kehl ging es und geht es derzeit vielerorts närrisch zu. Nach der Narretei dürfen sich die Kehlerinnen und Kehler und selbstverständlich auch Besucher von außerhalb bereits auf die nächsten Veranstaltungen freuen. Der Autopark auf dem Marktplatz am 1. April, die Ostermarktkirmes auf dem Lägerparkplatz ab dem 8. April, der Veranstaltungskalender für Kehl erreicht in diesem Jahr wieder Vor-Corona-Niveau. Was die Kehl Marketing über das Jahr hinweg noch alles geplant hat, könnt ihr auf kehl.de nachlesen. Genauer beleuchtet. Für manche war es das Aufregerthema der Woche. Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen lockte der große Fastnachtsumzug am vergangenen Sonntag schätzungsweise 30.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in die Innenstadt. Während der Großteil derer, die mit dem Auto kamen, ihr Fahrzeug korrekt abstellten, parkten andere Brandschutzzonen oder Kurvenbereiche zu. Oder stellten ihren Pkw auf Grünstreifen ab, hauptsächlich entlang der Kinzigallee. Rund 200 Besucherinnen und Besucher fanden nach dem Umzug Verwarnungen an den Windschutzscheiben ihrer Autos vor. Vor allem unter den Grünstreifenparkern regte sich Unmut. Das Telefon in der städtischen Bußgeldstelle stand nicht mehr still. Zum einen ging es um die Höhe des Bußgeldes. 55 Euro, viel zu viel, fanden einige. Doch es ist nicht die Stadt Kehl, die festsetzt, welche Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung sie mit welchen Beträgen ahndet. Die 55 Euro sind in einem bundesweit gültigen Bußgeldkatalog festgesetzt. Zum anderen ging es um die Sache an sich. Warum kann man bei Großereignissen nicht einfach auch Grünstreifen zum Abstellen von Autos nutzen? Darüber sprechen wir mit Frank Wagner, dem stellvertretenden Leiter des städtischen Betriebshofs. Also, ist es tatsächlich ein Problem, wenn sich ein paar Autoreifen in die Grünstreifen wühlen? Das Gras wächst doch wieder nach. Auf jeden Fall ist es ein Problem. Es geht längst nicht nur um ein paar Grashalme. Seit vielen Jahren setzen wir in die Grünflächenstreifen Blumenzwiebeln und säen Wildblumenmischungen aus, um einerseits das Stadtbild entsprechend zu gestalten und andererseits Bienen und Schmetterlingen Nahrung und Lebensräume zu bieten. Es leuchtet sicher ein, dass Autoreifen hier Schäden anrichten, aber auch für die Bäume sind die geparkten Autos eine Gefahr. Für die Bäume? Das müssen Sie näher erklären. Gerade an der Kinzigallee stehen, wie der Name auch schon sagt, zahlreich Bäume. Allein in dem Abschnitt, der am Sonntag als Parkfläche genutzt wurde, sind es ungefähr 30 Stück. Es gibt eine Art Faustregel, der Durchmesser der Baumkrone zeigt an, wie weit ihre Wurzeln im Erdreich auskragen. Wird nun ein Auto über dem Wurzelbereich geparkt, und genau das ist am Sonntag passiert, wird das Erdreich in diesem Bereich durch das Gewicht des Fahrzeuges verdichtet. Das leuchtet ein. Und was bedeutet das für den Baum? Durch die Verdichtung entsteht zum einen Druck auf die Wurzeln, schlimmstenfalls sterben Teile ab, zum anderen kann der komprimierte Boden Wasser schlechter aufnehmen und speichern. Die Bäume geraten unter Trockenstress und können nachhaltigen Schaden nehmen. Zusammengefasst bedeutet das, die Schäden, die ich anrichte, wenn ich mein Auto auf einem Grünstreifen abstelle, sind weit größer als das, was sichtbar zurückbleibt, oder, Frank Wagner? Genau deshalb kann ich nur an alle appellieren, nehmen Sie Rücksicht, schützen Sie unsere Bäume. Dankeschön. Kehl erleben.
Eine amüsante Fahrt durch die Irrungen des Lebens erwartet euch am Sonntag, 19. Februar um 20 Uhr im Kulturhaus. Denn die mehrfach ausgezeichnete Kabarettistin Eva Karl-Faltermeier beschäftigt sich in ihrem Programm Taxi, Uhr läuft auf humorvolle und kritische Art mit den Themen unserer modernen Gesellschaft. Karten gibt es im Vorverkauf bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie unter kehl.de/kultur. Und zum Schluss? Zum Abschluss des Infocasts geht wieder ein großes Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer raus. Wünsche, Ideen und Anregungen könnt ihr per E-Mail an pressestelle@stadt-kehl.de schreiben. Vorbeischauen bzw. hören lohnt sich. Sascha Nossol, der Infocast Kehl.